Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Serie Die Energiewirtschaft der Zukunft. Als Gast begrüße ich jetzt Rainer Ott, Bereichsleiter Kundenservice und Marketing der Infra Fürth. Herr Ott, es ist ja so, Contracting und Energiedienstleistungen werden immer wichtiger für Stadtwerke. Ist der reine Energievertrieb ein Auslaufmodell? Ich denke, der reine Energievertrieb wird weiterhin ein wichtiges Rückgrat der Energieversorger sein, aber die Energiedienstleistungen werden eine immer wichtigere Rolle spielen und diese klassische Linie ergänzen. Das heißt tatsächlich, Sie sagen, die Energiedienstleistungen ergänzen das klassische Geschäftsfeld, aber ersetzen es nicht komplett. So ist es. Sowohl Wärmelieferung, Contracting als auch die neuen Dienstleistungen, die wir auch in Fürth erfolgreich anbieten, wie Mieterstrommodelle oder PV-Anlagen, verpachten, kaufen, mieten etc., werden ein immer wichtigerer Bestandteil des Portfolios eines IVU. Aber man sieht ja schon, Stadtwerke befinden sich in diesem Bereich gerade ganz stark im Fluss, versuchen einiges aus, haben schon vieles neu implementiert. Wie wäre denn Ihre Prognose? Wie sieht das Stadtwerk der Zukunft aus? Ich denke, das Stadtwerk der Zukunft wird ähnlich wie die ASEF ein Netzwerk sein. Ein Netzwerk für ihre Kunden, als Abrechnungsdienstleister für Communities, als All-Inclusive-Provider für Erzeuger und Verbraucher, um hier die unterschiedlichen Gruppen zusammenzubringen, ja, als vertrauenswürdige, seriöse Plattform. Ja, vielen Dank für Ihre Einschätzung. Da bin ich wirklich gespannt, ob das sich genauso entwickeln wird. Schauen wir mal. Ja, genau. Das war, glaube ich, ein gutes Schlusswort auch. Vielen Dank für die Zeit, die Sie sich für uns genommen haben. Gerne, Herr Edlinger. Wunderbar. Und wenn Sie Interesse an weiteren Themen haben, dann klicken Sie doch einfach andere Videos in unserem YouTube-Channel an oder schauen einfach mal auf unserer Internetseite vorbei, www.asef.de.